Hallo, ich bin der Michael und ich zeige euch heute unseren Hümer Tramp S 695 und da fangen wir am besten gleich hier vorne an. Hier unter der Motorhaube könnt ihr zum Beispiel AdBlue nachfüllen, wenn es euch angezeigt wird. Und auf der Seite kann man das Wischwasser auffüllen. Wenn man mal an die Scheibe muss zum Reinigen, dann hat man hier so einen Tritt. Kann man sich dann ein bisschen aufstellen, dass man auch an die höheren Stellen an der Windschutzscheibe rankommt. Mit dem Fahrzeug bekommt man mehrere Schlüssel, unter anderem natürlich den Fahrzeugschlüssel an sich. Mit dem Fahrzeugschlüssel können wir das Fahrerhaus auf- und zuschließen. Hier haben wir die Zentralverriegelung natürlich mit dran. Das heißt, wenn wir zuschließen, dann sind die beiden Türen zu. Alle anderen Türen müssen trotzdem noch mechanisch von Hand geschlossen werden. Das heißt, dafür nehmen wir dann unseren Aufbauschlüssel. Mit dem Aufbauschlüssel können wir dann sämtliche andere Schlösser an dem Fahrzeug betätigen. Um zu tanken, öffnen wir die Fahrertür. Und dann können wir auch die Dieselklappe öffnen. Hier können wir jetzt ganz normal Diesel nachfüllen. Hier haben wir unser Frischwassereinfüllmodul. Um das Frischwasser einzufüllen, können wir natürlich auch wieder unseren Schlüssel benutzen, Aufbauschlüssel, wir entriegeln und dann können wir das öffnen. Jetzt können wir unseren Frischwassertank befüllen. Allerdings müssen wir vorher noch ein paar Ventile schließen. Und zwar erstens das Ventil, das Ablassventil vom Frischwassertank. Unter der Klappe haben wir unseren Frischwassertank. Wenn wir hier an dem schwarzen Rad drehen, schließen wir den Frischwassertank. Jetzt können wir den Frischwassertank komplett befüllen. Und hier haben wir noch ein Piktogramm, auf dem man sieht, wenn wir das eine Dreiviertelumdrehung öffnen, dann entleert sich der Frischwassertank nachher nur noch bis 20 Liter. Das heißt, es bleiben 20 Liter Frischwasser drin. Das wird auch empfohlen, dass man das so mitnimmt, um genügend Wasser für die Toilette zum Beispiel zu haben. Wenn wir den dann zweimal komplett öffnen, dann entleert sich der Frischwassertank wieder komplett und dann ist er ganz leer. Aber wir wollen den jetzt schließen, dass wir füllen können. Dann brauchen wir noch das Wasserventil, das müssen wir schließen, dass wir die Anlage füllen können. Dann haben wir noch ein Frostschutzventil, das schließen wir natürlich dann auch noch. Und die beiden Ventile befinden sich direkt unter der Klappe neben dem Bett. Zwischen Heizung und Seitenwand haben wir dann die Zugänglichkeit für die Ventile. Jetzt können wir den Wasserschlauch einführen und das Wasser aufdrehen. Hinter der Klappe verbirgt sich unser Gaskasten und ist was Besonderes bei dem Fahrzeug. Hier haben wir zwei Flaschen mit 2,75 Kilo drin. Das sind die kleinen Gasflaschen, relativ leicht überall zu bekommen. Das heißt, die kriegt man auch überall. Und das sind nur so kleine Flaschen hier drin, weil wir bei dem Fahrzeug eine Dieselheizung drin haben. Das heißt, hier braucht man gar keine viel größeren Gasflaschen. Die sind hier drin. Und hinter der anderen Klappe verbirgt sich unsere Toilettenkassette. Die Toilettenkassette lässt sich erst rausnehmen, wenn wir die Verriegelung von oben zu haben. Das heißt, wenn ich vom Klo, von der Toilette aus nicht mehr reinschauen kann. Wenn das zu ist, dann kann ich die Toilettenkassette entriegeln und kann sie dann rausziehen. Vorsicht, wenn sie gefüllt ist, dann ist sie natürlich auch ein bisschen schwerer. Und das heißt, wir können sie vorne und hinten festheben. Jetzt können wir sie wegtragen oder wenn wir einen weiteren Weg haben, kann man sie ganz einfach wie ein Trolley hinterherziehen und dann zur Entsorgungsstation führen. Bei der Entsorgungsstation angekommen, drehen wir den Rüssel nach vorn, öffnen das und entleeren die, indem wir das in den tiefsten Punkt bringen und hier zusätzlich noch den Knopf hier drücken, sodass die Kassette belüftet wird und jetzt geht es in einem Rutsch raus. Wenn wir das dann leer haben, lassen wir hier wieder ein bisschen Wasser rein, schütteln es nochmal durch, dass auch Anhaftungen sich lösen, leeren es raus und jetzt lassen wir gleich wieder ein bisschen Wasser in die Kassette rein, dass wir nachher nur noch die Chemie oder das Mittel reinfüllen können, und zwar durch die Toilette von oben. Wenn wir dann das Wasser drin haben, die Chemie von oben wieder eingefüllt haben, dann können wir schon wieder loslegen, die Kassette zu befüllen. Wenn wir sie jetzt hier wieder reinführen, müssen wir schauen, dass sie wieder einrastet, sonst kriegen wir es von oben nicht geöffnet. Und schon sind wir bereit. Hier haben wir das Abgaskamin von der Dieselheizung.
Wäre es ein rundes Abgaskamin, wird man direkt erkennen, dass es eine Gasheizung ist. Und so erkennen wir von außen schon, aha, wir haben ein Dieselfahrzeug. Hier drunter haben wir dann den Auslass vom Grauwassertank. Das wird von innen betätigt und das zeige ich euch jetzt. Unter dieser Serviceklappe am Boden finden wir das Betätigungsventil für das Grauwasser. Wenn man das Ventil von innen dann geöffnet hat und das Wasser dann rauslässt, kann man das auch mit einem mitgelieferten Schlauch direkt abführen, zum Beispiel zu dem Abwasseranschluss am Campingplatz. Hier haben wir die Garagenklappe. Dieses Schloss kann man auf verschiedene Weisen öffnen. Ich zeige jetzt mal beide Varianten. Die schnelle Variante wäre, ich schließe auf, das Schloss springt nach draußen. Jetzt kann ich gleich wieder zuschließen, kann mich in dem Fach bedienen, habe aber das Problem, wenn ich jetzt schnell meinen Schlüssel ablege, weil ich vielleicht mit beiden Händen was raushole und verriegel nachher das Fahrzeug wieder, dann kann es auch sein, dass der Schlüssel weg ist. Drum schließe ich lieber das Fahrzeug auf diese Weise auf. Ich öffne, verriegel es nicht mehr, ziehe den Schlüssel ab, dann kann ich mich bedienen in dem Fach. Wenn ich jetzt zumache, kann ich nicht aus Versehen das Fahrzeug verriegeln. Ich brauche unbedingt den Schlüssel wieder, mit dem ich dann abschließen kann. So habe ich immer die Sicherheit, dass der Schlüssel draußen ist, wenn ich auch draußen bin. Hier am Heck haben wir unsere Rückfahrkamera angebracht. Die wird automatisch aktiviert, wenn wir den Rückwärtsgang einlegen. Und so sehen wir immer schön die Kante, die Schlusskante vom Fahrzeug. Das heißt, wir können sehen, wie weit wir noch vom Hindernis weg sind. Hier auf dieser Seite haben wir unsere große Garagenklappe. Auch die öffnen wir wieder mit unserem Aufbauschlüssel. Hier in der Heckgarage sind an verschiedenen Stellen diese Zurrschienen angebracht. Und in die Schienen können wir relativ einfach die Zurrösen anbringen, einführen, festdrehen. Und so haben wir die Möglichkeit, unser Gepäck bequem anzubringen, festzuzurren, dass es während der Fahrt nicht hin und her fällt. Dann haben wir noch Komfortstützen verbaut. Und wie man die ausfährt, das zeige ich euch jetzt. Gleich hinter dem Hinterrad, und zwar auf beiden Seiten, befindet sich jeweils die Komfortstütze. Da setzen wir einfach die Kurbel an und drehen die jetzt runter, bis sie runterfällt. Die fällt richtig runter, bis sie senkrecht steht. Und wenn man dann weiter kurbelt, dann fährt die Stütze nach unten. Wenn jetzt der Abstand zum Boden zu groß ist oder wir vielleicht ein bisschen auf unwegigem Gelände stehen, kann man auch den Splint ziehen und kann die Stütze selbst noch ausfahren. Und wenn das nicht reicht, muss man sie halt unterlegen mit was. Nachher, wenn wir dann die Kurbelstütze wieder hochkurbeln, einfach in die andere Richtung kurbeln. Und bei der letzten Bewegung mit einem Ruck hochfahren, dass sie auch einrastet. Unter anderem hat das Fahrzeug auch eine Markise und die kurbeln wir jetzt mal raus. Wenn wir die Kurbel einführen, drehen wir sie eine Viertelumdrehung zurück, ziehen sie dann nach unten und jetzt haben wir wie mit einem Bajonettverschluss das eingerastet und jetzt können wir die Markise rauskurbeln, bis wir sie händisch erreichen. Wenn wir sie dann händisch erreichen, unterstützen wir die Markise, indem wir die Stützfüße rausnehmen. Ich hebe immer eine Hand hin, dass wir beim Entriegeln der Stützfüße, dass man da keinen auf den Kopf kriegt, weil die vielleicht runterfallen. Das heißt, ich hebe einmal eine Hand hier hin, ziehe seitlich den Hebel raus und dann kann ich den Fuß runternehmen. Dann kann man hier oben die Lasche anheben, ein bisschen die Markise unterstützen und das machen wir auf beiden Seiten. Wenn die Markise dann ganz rausgekurbelt wurde, kann man auch diese Verstrebungen zur Versteifung einrasten lassen und nachher dann händisch wieder entfernen. Wenn wir dann die Markise wieder reinfahren, tun wir den Hebel wieder runter, setzen die Füße hoch, führen sie ein und Achtung, wenn wir jetzt hier hinten den Fuß wieder einraschen lassen, müssen wir auf die Finger aufpassen, dass wir die nicht einklemmen.
Hier haben wir den Anschluss für die externe Stromversorgung. Wenn wir hier einstecken, dann zeigt es uns das Innen mit einem gelben Lichtchen an. Dann kommen wir zur Tür vom Fahrzeug. Auch die Aufbautür wird natürlich wieder mit dem Aufbauschlüssel geöffnet. Wenn man nachts abschließen möchte, ich simuliere mal die geschlossene Tür, dann muss man einfach den Knopf hier reindrücken und dann kann außen keiner öffnen. Zum Öffnen einfach wieder ziehen. Hier an der Tür haben wir dann noch einen Sichtschutz. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr reingucken. Von drin kann man trotzdem noch sehen, was draußen los ist. Und gleichzeitig ist natürlich dann auch eine Verdunklung. Und wenn wir wohnen, stehen und lüften möchten, dann können wir natürlich noch den Fliegenschutz zumachen, dass kein Ungeziefer reinkommt. Wenn wir ins Fahrzeug dann reingehen, haben wir praktischerweise hier am Eingangsbereich schon diverse Schalter zur Verfügung. Unter anderem haben wir den Trittstufenschalter. Dann haben wir noch den Schalter für die erste Beleuchtung. Wir gehen davon aus, wir haben den Strom ausgeschalten, wenn wir rausgegangen sind zum Fahrzeug. Und jetzt wollen wir ins Fahrzeug rein und nachts, wenn man zurückkommt, ist ja alles dunkel. Das heißt, die Schalter hier vorne können wir direkt bedienen, ohne dass wir erstmal irgendwas einschalten müssen. Ich habe also schon direkt die Vorzeltleuchte aktiviert und auch meine erste Beleuchtung im Innenraum. Ohne dass ich die 12-Volt-Anlage aktivieren muss, haben wir hier Strom drauf. Und jetzt machen wir mal die 12-Volt-Anlage an. Hier an der Taste schalten wir die 12-Volt-Anlage ein, aktivieren die und an dem grünen Lämpchen sehen wir, dass die 12-Volt-Anlage in Betrieb ist. Jetzt können wir die Wasserpumpe bedienen. Wir haben jetzt an den USB- und 12-Volt-Steckdosen Strom und wir können die Beleuchtung aktivieren. Dann darüber haben wir die Taste für unsere Wasseranlage. Wenn wir da drauf drücken, sehen wir ein gelbes Lämpchen. Jetzt können wir die Wasseranlage benutzen, wir können unsere Toilette benutzen und natürlich auch duschen. Und darüber sieht man ein Lämpchen für die 230-Volt-Anlage. Wenn das hier leuchtet, sind wir noch mit dem Landstrom verbunden. Da lohnt sich also immer ein Blick vom Fahrersitz aus, wenn man losfährt zum Tableau. Leuchtet das Lämpchen noch, dann müsste ich nochmal schnell aussteigen und das Fahrzeug abhängen vom Strom. Dann haben wir hier drüben eine Leiste von Schaltern, bei denen wir verschiedene Status abfragen können. Unter anderem zum Beispiel am obersten die Wohnraumbatterie. Wir haben eine Batterie, die ist extra nur für den Wohnraum. Und wir haben hier unten den Schalter für die Starterbatterie. Das heißt, selbst wenn die Wohnraumbatterie mal leer wäre, hätten wir immer noch Strom zum Losfahren. Dann haben wir noch hier eine Taste für einmal den Füllstand vom Frischwassertank. Aktuell ist er bei 50%. Und wir sehen, hier sieht man jetzt gerade gar nichts. Wir haben unseren Grauwassertank leer. Und wenn der dann gefüllt ist, dann hätten wir auch hier eine 100% Anzeige. Daneben haben wir unser Bedienteil für die Heizung. Das sieht gleich aus wie bei einer Gasheizung. Hier bei dem Fahrzeug mit der Dieselheizung funktioniert es auch gleich. Wir drücken drauf, dann ist das Bedienteil aktiviert. Und durch eine Drehung an diesem Drehdrückregler können wir verschiedene Sachen ändern. Zum Beispiel jetzt blinkt das Fahrzeugsymbol. Ich drücke wieder drauf. Wir sehen, die Fahrzeugheizung ist aktuell ausgeschaltet. Und jetzt kann ich gerade genau einstellen, wie warm ich es gern hätte. Nochmal draufdrücken und dann startet die Heizung. Über diese Zurücktaste kommen wir wieder eine Ebene zurück, können dann in die nächste Position drehen. Und wenn wir jetzt draufdrücken, sehen wir, das ist unser Boiler, also unser Wasser, das wir gerne aufheizen möchten. Das ist jetzt auch ausgeschalten. Auf der nächsten Position haben wir die Eco-Stellung, das wäre 40 Grad warm. Und auf der übernächsten Position die Hot-Position, da haben wir dann sogar 60 Grad warmes Wasser. Wenn zum Beispiel zwei Leute duschen wollen, empfiehlt sich diese Einstellung. Bevor wir aber den Boiler einschalten, müssen wir den Boiler füllen. Und das machen wir, indem wir erstens mal die Wasseranlage komplett schließen. Dann haben wir den Frischwassertank befüllt. Und jetzt müssen wir noch an ein Waschbecken gehen. Den Schalter, den Wasserhahn auf die Mittelstellung, auf die Heißstellung stellen und so lange Wasser laufen lassen, bis auch was rauskommt. Und dann wissen wir, jetzt ist der Boiler gefüllt und jetzt können wir ihn einschalten. Hier über dem Wohnbereich haben wir einen Dachlüfter, den wir über eine Kurbel öffnen können. Und der ist ausgestattet mit einem Fliegenschutz, dass keine Insekten reinkommen und wir können natürlich auch verdunkeln. Dann haben wir hier oben unsere Dachstauschränke. Die haben wieder keine Griffe verbaut, sind aber trotzdem verriegelt mit so einer versteckten Verriegelung. Wenn wir die öffnen,
Kisten wieder schließen. Darauf achten, dass die immer gut verriegelt sind. Sie haben ein Soft-Close-System, werden also selber rangezogen. Man muss trotzdem immer noch mal kontrollieren, ob sie auch wirklich zu sind. Bei unserem Fahrzeug sind alle Fenster mit einem Fliegenschutz und mit einer Verdunklung ausgestattet. Das heißt, wir können jedes Fenster, das wir öffnen können, auch mit einem Fliegenschutz dann versehen. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit zu lüften, ohne dass Insekten reinkommen. Und wenn wir die Fenster öffnen, ist die untere Verriegelung immer bei den Fenstern zum Entriegeln nochmal mit einem Knopf versehen. Und die seitliche Verriegelung kann man einfach so öffnen. Und dann können wir das Fenster öffnen. In der obersten Stellung kann man das Fenster dann wieder reinfahren. Hier bei diesem Fahrzeug haben wir mittig einen sehr großen Tisch. Der ist bequem von allen Seiten zu erreichen durch diese gegenüberliegende Sitzgruppe. Wenn wir mal den großen Tisch nicht brauchen und uns mehr bewegen wollen im Fahrzeug, dann können wir ganz einfach die Tischplatte wegklappen, die Verstärkung wegschieben und können uns dann im Fahrzeug bewegen. Die Wohnsituation können wir auch noch zur Schlafsituation umbauen. Und das zeige ich euch jetzt. Hier vorne am Tisch haben wir eine Bremse angebracht. Wenn wir die drücken, können wir den Tisch ganz nach unten drücken. Jetzt nehmen wir die Verstärkung raus, stellen die Stützfüße runter und klappen die Tischplatte wieder um. Dann nehmen wir die Polster raus. Hier im Kopfbereich haben wir noch eine Unterlage, dass der Kopf nicht tiefer sitzt. Auf der anderen Seite machen wir das Gleiche. Und schon haben wir eine sehr große Liegefläche über die ganze Breite vom Fahrzeug. Und dann können wir die Wohnsituation sogar noch zur Fahrposition umbauen. Und das zeige ich euch jetzt. Um aus der Wohnsituation die Fahrsituation herzustellen, gehen wir wie folgt vor. Wir entnehmen als erstes die Polster. Dann klappen wir die Rückenlehne hoch. Jetzt klappt man dieses Holzbrett weg, dass wir auch nachher einen Platz haben für die Füße. Und legen mal das kleine Polster hier vorne hin. Das brauchen wir gleich. Dann haben wir ein Rückenpolster. Das wird erstmal mit Klettband mit Klett hier hinten befestigt. Den Gurt. Dann setzen wir die Kopfstütze ein. Und schieben das in die richtige Position. Und jetzt haben wir die Fahrsituation für den Passagier hergestellt. Hier unter dem Polster von der Sitzgruppe befindet sich noch die 12-Volt-Stromversorgung. Wir nehmen die beiden Polster hier weg. Öffnen den Deckel und dann haben wir die freie Sicht auf den Elektroblock. Hier können wir zum Beispiel Sicherungen tauschen für die 12-Volt-Anlage. Da unten sieht man die Wohnraumbatterie, ja, und noch andere Zusatzlader. Unsere Küche ist ausgestattet mit einem 3-Flammen-Gasherd. Wir drücken und drehen den Gasregler, betätigen die Zündung. Da werden dann alle gleichzeitig gezündet. Jetzt muss ich noch kurz den Regler halten, bevor ich loslassen kann, damit dann auch die Flamme hält. Wenn wir dann ausmachen, einfach wieder zumachen und dann warten, bis die Flamme aus ist. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis das Gitterrost sich wieder abgekühlt hat, bevor wir dann die Glasplatte schließen können. Gleich daneben haben wir die Spüle, die steckt unter so einer Abdeckung. Und da haben wir eine Spüle, hier oben ein kleines Fach mit einem Ablauf, unten das große. Und da können wir gut abspülen und hier vielleicht eine Kleinigkeit reinigen. An der Vorderseite von unserer Küche haben wir eine große Tür mit viel Stauraum für Geschirr und so weiter. Und wir haben Schubladen. Die Schubladen sind wieder ausgerüstet mit einem Soft-Close-System. Auch hier vor der Abfahrt immer kontrollieren, ob sie auch wirklich eingerastet sind, dass sie nicht während der Fahrt sich öffnen. Hier unter der obersten Schublade befindet sich dann noch der Gasverteiler. Hier gibt es nur einen Regler, den wir betätigen können, weil wir bei dem Fahrzeug ja nur den Kocher mit Gas betrieben haben. Die anderen benötigen wir nicht. Bei anderen Fahrzeugen wäre hier jetzt noch Kühlschrank und die Heizung. Aber hier haben wir einen Kompressor-Kühlschrank und eine Dieselheizung drin. Ja, und auf der Seite haben wir unseren Kompressor-Kühlschrank. Und wie der funktioniert, das zeige ich euch jetzt.
Am untersten Knopf schalten wir den Kühlschrank ein. Jetzt leuchtet er. Man sieht, jetzt geht auch das Licht an und jetzt können wir den betätigen. Dann haben wir die Möglichkeit, wenn der nachts das Lüftergeräusch zum Beispiel zu laut ist, haben wir diese Mondtaste. Wenn wir die drücken, wird die Leistung gedrosselt, der Ventilator läuft nicht mehr so. Mit nachts ist es ja meistens auch nicht so heiß, wie es tagsüber ist. Und das heißt also, uns reicht die geringere Leistung von dem Kühlschrank. Wenn wir dann tagsüber wieder mehr Energie und mehr Leistung brauchen, einfach nochmal drauf drücken, dann hat er wieder die volle Leistung. Dann haben wir noch die Möglichkeit, die Leistungsstufe zu erhöhen. Einfach draufdrücken, bis man den Level hat, den man gern hätte. Und zum Ausschalten einfach wieder lang drauf und dann geht er aus. Und jetzt gehen wir zum privaten Bereich über, und zwar zum Bad. Wir können ein sehr großes Raumbad herstellen, indem wir die Toilettentür nehmen und hier zumachen. Und jetzt haben wir einfach den vorderen Bereich vom Privatbereich getrennt. Hier drüben haben wir gleich eine schöne große Dusche. Die Dusche verfügt auch wieder über so einen Dachlüfter, den können wir öffnen, damit wir einfach gut belüften können. Auch wieder mit Fliegenschutz und natürlich mit Verdunklung. Um die Duschtür aufzuklappen, nehmen wir das Trittbrett hier raus. Das nimmt man raus, dann kann man die Duschtür schließen und jetzt haben wir eine sehr große, bequeme Dusche. Und hier auf der anderen Seite haben wir noch die Toilette und das Waschbecken. Die Toilette wird verriegelt über den Hebel hier unten. Wenn wir den öffnen, können wir, wie gesagt, die Kassette nicht rausnehmen. Und wenn wir zumachen, dann geht die Kassette raus. Wenn wir die Toilette benutzen möchten, drücken wir einfach den Knopf hier. Und man hört noch, die Spülung funktioniert. Und uns wird hier an der Lampe angezeigt, wenn die Kassette voll ist. Hier haben wir dann noch die Beleuchtung. Wir können auch mal, wenn man nachts auf Toilette geht, nur eine diskrete Beleuchtung einschalten. Und der Schalter wiederum ist dann für die Dusche drüben. Dann haben wir noch eine Steckdose hier im Bad und eigentlich ein schönes, großes, komplettes Bad. Und als nächstes zeige ich euch den Schlafbereich. Hier haben wir unser großes Queensbett und rund um das Bett haben wir sehr viele Staumöglichkeiten. Das heißt, links und rechts die Kleiderschränke, oben haben wir wieder Dachstauschränke und hier vorne am Bett sind auch noch zwei große Türen, wo wir auch noch sehr viel verstauen können. Neben dem Bett haben wir die Klappe. Da ist auch noch so eine Serviceklappe und wenn wir die öffnen, dann kommen wir an den 230 Volt Sicherungskasten. Und wir können den Schlafbereich auch von dem vorderen Bereich abtrennen, indem wir die Schiebetüren dann zuziehen. Und jetzt haben wir unsere Privatsphäre hinten. So, hier im Fahrerhaus haben wir eine schöne Verdunklung. Wir drücken die Entriegelungen beide zusammen, dann können wir sie rausziehen und können sie direkt arretieren hier vorne mit Magnet. Und das gleiche vorne, da gehen dann beide in der Mitte zusammen und halten dann in der Mitte. Und wenn man sie wieder öffnet, muss man schauen, dass die gut einrastet, nicht dass sie während der Fahrt sich öffnet. Wenn wir dann fahren möchten, haben wir die Möglichkeit, das zu machen, ohne dass wir den Schlüssel in den Zündschloss reinstecken, weil wir hier Keyless Go haben. Das bedeutet, ich lege den Schlüssel im Armaturenbrett ab und kann dann einen Start-Stopp-Knopf drücken, um zum Beispiel die Zündung einzuschalten oder auch den Motor zu starten. Ich drücke zweimal, dann leuchten hier alle Lämpchen und jetzt habe ich die Möglichkeit, im Display, im Radio alles einzustellen, ohne dass der Motor läuft. Wenn ich die Bremse betätige und dann den Start-Stopp-Knopf drücke, startet der Motor. Jetzt hören wir ein Summen, das ist unsere Trittstufe. Hier können wir die Trittstufe einfahren. Und jetzt haben wir die Sicherheit, die Trittstufe ist eingefahren und jetzt können wir losfahren. Wir fahren los, indem wir den Vorwärtsgang einlegen. Wir nehmen den Hebel ganz nach unten. Dann ziehen wir unten die Handbremse. Das ist eine elektrische Handbremse, da ziehe ich jetzt nur an den Knopf und jetzt kann ich direkt von der Bremse gehen und das Fahrzeug fährt los. Wenn ich das Fahrzeug wieder abstellen möchte, dann drücke ich den Knopf hier vorne. Jetzt macht er direkt die Handbremse rein, geht auf Parken. Wenn ich zum Beispiel noch rückwärts fahren möchte, weil ich irgendwo hinrangieren will, dann hebe ich den Hebel nach oben. Und jetzt wird mir direkt die Rückfahrkamera aktiviert, egal ob das Radio an war oder nicht. Ich sehe jetzt das Bild von der Rückfahrkamera und sehe schön den Rand von der Stoßstange und kann ziemlich dicht an ein Hindernis ranfahren.
Durch den Druck auf den Start-Stopp-Knopf kann ich dann den Motor ausschalten und das Fahrzeug verlassen. Wenn wir das Radio betätigen möchten, ich schalte jetzt nochmal die Zündung ein und schalte mal das Radio zum Beispiel an. Wenn wir das Radio bedienen möchten, dann geht es entweder per Touchscreen direkt am Display oder während der Fahrt ganz bequem über diese Slide-Tasten. Wir haben zwei Bedienfelder am Lenkrad. Das rechte Bedienfeld ist nur für die Seite, also für das Radio, für das MBOX-System zuständig. Und die linke Seite ist dann nur für das Tachoelement zuständig. Das heißt, auch hier haben wir so eine Slide-Taste. Wenn wir da drüber streichen, können wir ganz bequem vom Lenkrad, ohne dass wir das loslassen müssen, am Radio Einstellungen vornehmen oder den Sender verstellen zum Beispiel. Wir können navigieren, auch per Spracheingabe. Und ja, so kann man alles am Radio bedienen und jederzeit wieder in das nächste Menü reinkommen über irgendeinen Tastenknopf. Wenn man dann das Fahrzeug eine längere Zeit nicht mehr benutzt, zum Beispiel wenn man es abstellt für die Winterruhe, dann gibt es Folgendes zu beachten. Wir sollten den Kühlschrank in eine Lüfterstellung bringen, dass hier eine Luftzirkulation stattfinden kann. Das macht man folgendermaßen. Hier an der Verriegelung gibt es eine Klappe. Wenn ich die auf diese Stellung hier stelle, dann kann ich den Kühlschrank, die Tür in der ersten Stellung arretieren lassen und jetzt hat er eine schöne Hinterlüftung. Vorhin haben wir ihn schon ausgeschalten, das heißt, er ist schon deaktiviert. Zweitens, wir schalten die komplette Stromanlage stromlos und das mache ich nicht nur hier am 12-Volt-Schalter, sondern direkt am Hauptschalter vom Elektroblock. Hier am Elektroblock befindet sich der kleine Hauptschalter. Wenn wir den ausschalten, dann ist die komplette Anlage stromlos. Und drittens, wir lassen die komplette Wasseranlage leer laufen, das heißt, wir öffnen das Frostschutzventil, wir öffnen das Wasserablassventil, wir öffnen den Frischwassertank, wir öffnen den Abwassertank und ganz wichtig, wir öffnen die Wasserhähne in Mittelstellung, sodass die kalten und die Warmwasserleitungen leer laufen können. Dann haben wir die Wasseranlage komplett entleert. Und als letztes lassen wir noch das Fahrzeug in den Ruhezustand kommen, dann haben wir das Fahrzeug richtig abgestellt. Wenn wir das Fahrzeug in den Ruhezustand bringen möchten, machen wir das hier vorne an dem MBOX-System. Das heißt, die Zündung muss aktiviert sein. Dann gehen wir in das Home-Menü, in die Einstellungen, dann zum Fahrzeug. Und jetzt gibt es den Punkt Ruhezustand. Wenn ich den jetzt aktiviere, sagt mir das System, wie lange die Batteriestandzeit noch ist. Ich möchte das jetzt bestätigen. Jawohl. Jetzt schalte ich die Zündung aus und jetzt sind wir fertig. Das war unser Tramp S. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren sehr viele interessante Informationen für euch mit dabei. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Fahrzeug.